diese Diskussion um den Sportdirektorenposten bei RB vakant seit Ewigkeiten. Oliver Minzlaff hat uns immer wieder gesagt, ja, wir haben einen und das ist bald soweit. Und jetzt hören wir gestern, Max Eberl sei im Gespräch, wird aber frühestens dann zum 1. Januar anfangen. Kannst du dir das erstmal vorstellen, dass Max das macht? Oder was weißt du wie safe ist sozusagen also, so eine Info? Ich kenne ja den Max sehr, sehr gut und schon sehr lange. Normalerweise könnten wir ihn ja jetzt anrufen, oder? Wir machen mal ruhig. Kannst du in der Werbepause mal durchklingeln? Kalli wird auch immer anrufen. Nein, ich glaube, er hat ja etwas Klares geäußert. Er hat ja gesagt, dass es jetzt noch nicht die Zeit ist. Ne? Vielleicht zum Winter hin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, Max Eberl in der Konstellation mit Leipzig. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings ist dann die Hierarchie mit Minzlaff und dann mit Max Eberl, der ja unter ihm wäre, schon eine Konstellation, die es zu überlegen gibt. Aber ich würde mich natürlich freuen, egal in welchem Verein, dass der Max bald wieder zurückkommt. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also ich finde an der Stelle wieder Leipzig mit Markus Krösche vorher mit Ralf Rangnick in dem Universum, mega professionell. Und Max Eberl, ich sag's mal, menschlich. Jeder darf mal eine Delle haben im Leben. Die hat jeder von uns, ob privat oder beruflich. Aber wenn der erholt zurückkommt, wieder stark ist, dann ist der einer der Stärksten. Der hat auch ein Jahrzehnt in Deutschland top geprägt. Und der würde zu einem Top-Verein jederzeit passen. Und ich meine, die lange Zeit, dass Leipzig jetzt sucht und immer wieder rausschiebt, das spricht ja irgendwo schon dafür, dass sie mit Max Eberl irgendwie wirklich im Gespräch sind. Und wenn sie jetzt auch noch sagen, wir können es heute nicht sagen, wir können es morgen nicht sagen, wir sind dran und er hat sich vielleicht bis Januar die Zeit erbeten. Also ich glaube auch schon, dass das ganz schön heiß ist und das würde passen, absolut. Gladbach hat sich da allerdings auch schon gemeldet. Die wollen dann möglicherweise noch eine Ablösesumme, weil es eigentlich noch einen Vertrag gibt, der bis 26 läuft. Also das ist ein heißes Thema. Wir können festhalten, wir alle würden uns freuen, wenn Max Eberl wieder im Fußball aufschlägt. Ob das dann bei RB ist oder woanders, werden wir beobachten. Ich wollte es mal in die Runde werfen, weil es gestern eben Thema war.